Ein fliegender Truck, alles klar, ich bin raus. Bei einem neuen Video von mir und es ist wieder richtig geiles VR-Wetter. Das heißt, jetzt wird wieder richtig schön VR gezockt. Es kann endlich wieder losgehen, ohne Schwitzen. Und das erste, was ich heute euch mitgebracht habe, ist Banana Invaders. Ja, es hört sich so bescheuert an, wie das Spiel auch ist, ganz ehrlicherweise. Meine Meinung dazu seht ihr auch gleich im Video, warum. Und ganz kurz erklärt, ihr habt zwei Waffen, einen Bogen, eine Pistole und Waffen werfen euch, Affen, Waffen, Affen bewerfen euch mit Bananen ab und ihr müsst euch schützen davor und schießt die Bananen ab. Ab und zu kommt noch ein ganzes Bananenbündel angeflogen oder ein ganzer Bananentruck noch dazu, den ihr zerstören müsst. Ja, das ist das ganze Spiel, gibt es für 3,99 bei Steam. Es unterstützt nur die HTC Vive und die Rift, weshalb ich auch die Vive Warns benutzen musste. Es ging nicht mit den Index-Controllern. Ich habe den Entwickler geschrieben, hat mir geantwortet, es ist offiziell nur mit der Rift und mit der Vive spielbar. Aber mit der Pimax ging's. Und wir schauen uns das Spiel mal an. Also, lasst die Affen mal los. Dann sind wir im Hauptmenü von diesem tollen Spiel. Ironie off. drinne. Und wie ihr schon seht, ich bin heute mit den Vive Warns unterwegs. Natürlich funktioniert es nicht mit den Index-Controllern. Ist immer gut, wenn man noch ein zweites Paar liegen hat, weil die Controller wurden mir nicht angezeigt. Ich konnte machen, was ich will. Gleich seht ihr auch noch im Spiel. Ich weiß nicht, ob es an der Pimax liegt. Ich kann es euch nicht sagen, weil offiziell wird nur der Vive und die Rift unterstützt. Ich kann es euch einfach nicht sagen, aber wir starten einfach mal ins Spiel rein. Sonst viel gibt's nicht. Kleines Tutorial, wo alles durchgekaut wird, wie das ganze Spiel funktioniert. Das kann aber auch ein fünfjähriger Affe machen. So, und schon sind wir im ganzen Spiel drin. Hier die zwei Balken, die ihr jetzt seht. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt hier nur sehe. Auf jeden Fall verdecken die halbe Sicht. Ich weiß nicht, ob es so sein soll. Ja, auf jeden Fall. Hier fliegen die Affen rum. Und wie ihr hört, das Geräusch, jetzt kommen die Bananen angeflogen. Ich wusste nicht, dass die Bananen solche Geräusche machen, wenn man die wirft. Eigentlich sind die immer lautlos, wenn man die wirft. Nur wenn man einen trifft, da hört man ein lautes Aua. Ja, ihr habt einmal eine Pistole und einmal eine Armbrust. Die schießt natürlich deutlich langsamer, aber macht auch mehr Power. Hier seht ihr eure Health-Anzeige. Drei Leben habt ihr. Und hier seht ihr, wie viele Bananen ihr schon kaputt gemacht habt. Ja, und ich wüsste nicht, was die Affen gegen uns haben. Also steht hier in dem Spiel hier rum und schießt Bananen ab. So, jetzt kommt natürlich noch ein fliegender Bananentruck. Hier gibt es auch noch Bonus hier. Stück Schokolade, mal was anderes außer Bananen. Und da kommt das Auto angeflogen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das glitscht halb ins Spiel mit rein. Und jetzt ist es kaputt. Und natürlich haben wir hier noch drei andere Säulen stehen. Der drückt einmal nach vorne. Wenn es mal funktioniert. Zack. Und schon sei er auf einer anderen Position. Und da kommen weitere Bananen angeflogen. Ja, ich sag mal, das ist wirklich ein Spiel für Kleinkinder. Für normal VR-Sterbliche würde ich echt keine Kohle dafür ausgeben. Sorry, wenn ich es mal so sagen muss. Das ist meine Meinung. Ich habe das Spiel jetzt ein bisschen probiert. Ihr schießt hier Bananen ab. Mehr passiert in diesem Spiel nicht. Also, ganz ehrlich. Ja, dann dreht sich das noch. Zack. Und jetzt haben wir hier auf den anderen drauf. Nein, ich will nicht. So. Zack. Tja, und die Affen, die können wir nicht abschießen. Guck mal, wie die rumfliegen. Das nehmen wir noch mit. So, jetzt wurden wir getroffen. Jetzt haben wir nur noch zwei Leben. Aber natürlich treffe ich so viel, also wird das Spiel für immer gehen. Also es wird ein sehr langweiliges Video werden. Ja. Sonst mehr kann man zu dem Spiel auch nicht erzählen. Ja, zack. Tja, jetzt fängt ja das gute VR-Wetter wieder an. Und wir können endlich mal wieder ein bisschen mehr auf VR zocken. Aber dass ich gerade mit so einem Spiel jetzt wieder anfange, ist natürlich auch sehr toll. Ein bisschen durch den 3D-Sound, da hört man so ein bisschen, wo die Bananen herkommen. Das ist eins Coole, was mir gefällt. Aber sonst, naja.
You get bananaed. Restart. Na los, wir machen noch eine Runde. Soll kein langes Review werden, weil wir erleben ja hier nicht viel. 48,7% Zielgenauigkeit. So. Jetzt drehen wir uns wieder hier um. Immerhin sind die Ladezeiten schnell, ne? Das muss man mal so sehen. Und ich habe keine Ahnung, warum die Affen uns hier abschießen. Ich habe denen nichts getan. Ich mag Bananen. Affen mag ich genauso. Also ich verstehe das ganze Problem an der Sache nicht. Da seht ihr, ich habe richtig viel Spaß in diesem Spiel. Man hört die Bananen, aber man sieht die nicht, weil die durch die Bäume klitschen. Das ist schon wieder sowas von genial. Jetzt kommt hier wieder der komische Truck angeflogen. Gucken wir mal mit dem Ding. Ich weiß nicht, wie die Affen das geschafft haben, so einen LKW zu werfen. Aber ich wollte schon immer mal auf Bananen schießen. Das geht ja nur auf den Sack, das Gehube, ey. Meine Fresse. Ja, sonst wie die Spielwelt sieht halt immer gleich aus. Wie ihr so seht, hier so ein bisschen Urwald, Steine und Trucks durch die Luft schweben oder fliegen. Also ich zuordnen kann ich das nicht, was das für eine Welt sein soll. Also Planet der Affen ist es schon mal nicht. Und hier die zwei Balken, die geben mir sowas von dir auf die Eier. Das glaubt er nicht. Es ist scheißegal, ob man nun mit einem Schuss trifft oder hier einfach fünfmal drauf drückt. Das macht gar keinen Unterschied. Kein. Null. Komme ich genauso ran. Also schießt er morgen früh noch da. Jetzt wäre es eine richtige Challenge, wäre wie bei Flappy Bird. Und ich verstehe den Sinn dahinter nicht, warum ich jetzt die Dinger wechseln soll. Das bringt mir null. Die fliegen eh immer auf mich zu. Also das langweiligste VR-Spiel seit langem, was ich mal angespielt habe. Ja. Was ist jetzt hier kaputt gegangen? Ich glaube, es war meine Brille. Und voll in die Fresse. Eieiei, das ist ja mal wirklich... Kommen wir jetzt wieder in Exit rein. Natürlich habe ich nochmal Start gedrückt. Ja, das ist das ganze Spiel. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ist es für Kleinkinder geeignet? Für mich auf jeden Fall ja. Man muss nicht viel tun, man muss schießen. Es wird keine Gewalt angewendet. Also für mich ganz klar auf Kinder abgerichtet, aber nicht für mich oder nicht für uns VR-Spieler. Ist das eine leichte Verarsche, wenn es an uns gerichtet sein sollte. Auch wenn ich den Key umsonst kriege, muss ich auch ehrlich sein, da kann ich auch nicht sagen, geil, das Spiel ist so geil, weil ich es umsonst abgestaubt habe. Das bringt mir null. Ich will nur ehrlich sein, was ich davon halte. Aber ich denke mal, ihr werdet der gleichen Meinung wie ich sein. Irgendwie tun einen die Klotzen weh in diesem Spiel. Ey, das sieht so nach Spaß aus. Das macht richtig Spaß. Wahnsinn. Ja, sonst haben wir noch ein paar Bäume. Die sehen für mich aus wie ungemalte Steine. Ist halt immer sehr cool, wenn neue VR-Titel entwickelt werden, aber mit so einem Rotz, was manchmal erscheint, ganz ehrlich, das bringt VR auch nicht weiter nach vorne. Da müssen wir jetzt auch nicht von AAA-Titeln sprechen. Wir haben ganz andere Indie-Studios, die schon richtig geile Sachen auf die Beine gestellt haben. Warum hat man nicht irgendwie eine Möglichkeit, die Affen irgendwie runterzuballern? Das wäre doch eigentlich richtig genial.
Oh Mann. Ja gut, das ist schon das ganze Spiel. Ich will euch auch nicht länger damit quälen. Und ich werde es jetzt so handhaben mit meinen Videos, wenn die kommen. Ich werde versuchen, jeden Sonntag auf jeden Fall kommt ein neues Video von mir. Entweder kommt in der Woche noch eins oder nicht. Das muss ich zeitlich sehen, wie ich es schaffe. Aber jeden Sonntag zu 100% wird ein Video erscheinen. So, ich verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich schieße jetzt noch hier ein paar Affen ab. Macht's gut. Ciao.